So, hallo und damit. Ah, Weitsicht. Hat es jetzt geklappt? So, hallo und damit herzlich willkommen zu meiner Poolparty. Nein, zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Mind Clone für Mindtest. Und es wird schon wieder Nacht, das heißt, wir sollten vielleicht auch mal wieder ins Bettchen gehen. Da fängt die Schwose ja schon mal gut an. Aber wenn ich hier das Ding gerade habe, dann kann ich ja mal eigentlich dir. Nee, so war's nicht gedacht. So, du bleibst hier sitzen. So, bleib mal da. So, bitte. Okay, wir gehen ins Bett und dann schauen wir uns am nächsten Tag an, was wir morgen treiben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Kurzer Sinn. Ich habe jetzt endlich mal wieder ein paar freie Minuten. Wo ist der Hund hin? Ach, egal. So, ich habe jetzt wieder ein paar freie Minuten und deswegen dachte ich mir, was soll es bedeuten? Ich frage mich. Wir könnten mal wieder ein bisschen Mind Clone spielen. Und wir sind ja gerade hier dabei, so ein bisschen eine Burg zu bauen. Und da hinten haben wir irgendwie eine lustige Mine gefunden und festgestellt. Und wir wollten uns immer noch überlegen, wie wir hier mit den Zinnen eigentlich weitermachen. Du bist ja wohl von Zinnen. Ha ha ha. So, jetzt hör auf, dich dauernd zu mir zu porten. Das mag ich nämlich gar nicht. Da ist Winter. Da könnten wir eigentlich mal weitergehen. War das schon immer Winter? Eigentlich. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht entsinnen. Ha ha ha. So, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß auch nicht hier, was ich soll. Das finden alle toll. So, ja, gut. Also ich habe jetzt mal wieder so ein extrem stressiges Leben und jetzt gerade mal wieder ein paar Minuten freie Zeit gefunden und ich nutze diese natürlich sofort, um euch neue Folgen für mein Klon, für mein Test zu liefern, mein Klon 2, um genau zu sein. Und da drüben ist eine Sandwüste, davor ist Eis und hier sind wir in einer Schneewüste. Ist davor auch Eis? Oder ist es einfach nur Wasser? Nee, das sieht mir sehr nach Eis aus. Das ist ja mal lustig hier, muss ich sagen. Ah, dam, 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 dam. Das ist ja mal extrem lustig. Wir haben hier eine Sandwüste in einem Eisbiom. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und da vorne ist dann Wasser. So, ich glaube, das ist die Küste zu unserer Küste, wenn ich das richtig sehe. Auf jeden Fall kämen wir dann von dort wieder zu uns zurück. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich mir auch mal, ich weiß nicht, ob wir sowas haben hier in Mineclone, aber vielleicht sollte ich mir mal einen Kompass basteln. So, warum laufe ich hier jetzt eigentlich planlos in der Gegend rum? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich keinen Plan habe. Und ich auch nicht so wirklich genau weiß, was ich jetzt eigentlich noch machen möchte. Also irgendwie habe ich mir gedacht, ich habe mir, glaube ich, eine bescheuerte Gegend ausgesucht, um mein Häuschen zu bauen. Ein bisschen eine bescheuerte Gegend, um mir ein Häuschen zu bauen.
und es wird wieder Nacht. Das heißt, wir sollten uns möglichst bald mal wieder zurückbewegen. Da drüben gibt es übrigens wieder eine Eisfontäne. Da gibt es mehrere Eisfontänen. Fontänen, ich weiß. Aber Fontänen. Fontänen gibt es ganz schön viel. So. Manchmal sind das sogar Hütten. Also zumindest habe ich das mal in einer anderen Karte festgestellt, dass es da lustige Hütten sind und gibt. Und ich weiß nicht genau, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Seht ihr das? Oh, Eisbär. Ich hoffe, der tut mir nichts. Und genau, da oben ist so ein lustiges Hüttchen. In diesen Hütten kann man, glaube ich, schlafen, beziehungsweise findet dort Kisten. Also gerade bei diesen Eisfontänen, da ist immer irgendwie, also ein Iglu quasi, ist immer irgendwie so ein bisschen was Besonderes. Auch diese Eisfontäne ist natürlich mega, ne? Das heißt, darunter ist ein Geysir und da hier haben wir jetzt eine Höhle, ein Iglu. Und da gibt es eine Fackel. Können wir die mal benutzen? Das wollte ich nicht. Ich wollte die eigentlich benutzen. Also jedenfalls sind diese Fontänen irgendwie immer ein Indikator für, hey, hier gibt's was zu holen. Mir kommt das jetzt aber irgendwie erstaunlich bekannt vor, muss ich sagen. Ich überlege gerade, ob ich nicht irgendwo in eine der Himmelsrichtungen. Da bloß ist mein Hund jetzt schon wieder. Also wir kommen ja von da. Ob ich nicht in irgendeine andere Himmelsrichtung, zum Beispiel da. Ich weiß nicht, ob ich den gleichen Seed genommen habe. Ob ich da nicht eigentlich in der alten. Okay. Ah, okay, das ist eine Werkbank. Ich dachte schon. Fertigungsbuch, okay. Also hier könnten wir jetzt nächtigen, wenn wir das wollten. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Überlegen. Ist mein Schwert jetzt alle? Nein, ist es nicht. Gut. Apropos, ich wollte meine Fackel wieder dahinsetzen. So, ich würde jetzt ganz gerne mal ein bisschen in diese Richtung laufen. Einfach weil ich so einen perfiden Verdacht habe. Es kommt mir alles so bekannt vor hier gerade. Und da oben ist ja auch wieder eine weitere Fontäne. Eine weitere Fontäne. So, und das ist ja dann normal wieder ein lustiger Indikator für, geh da mal hin, es könnte interessant sein. Okay, da unten ist auf jeden Fall wieder eine Höhle. Da könnte man sich ein Lager schlagen. Upsale. Nichts passiert zum Glück. Ich sollte nur die Sonne im Blick behalten, weil ich quasi da hinten im Iglu schlafen könnte. Ich finde das mit den Iglus aber eigentlich ganz geckig, weil wenn du in der Eiswüste geboren wirst, also dein Spawnpunkt hast, dann bist du nicht ganz aufgeschmissen, sondern du kannst einfach dieses Iglu mit Schnee zumachen und dann hast du zumindest schon mal eine sichere Bleibe. Das finde ich eigentlich ganz schön geckig. So. Oh, wir schauen mal nach der Sonne, wenn wir sie sehen. Wir sehen sie nicht. Ah, da ist sie. So, ich blicke mal um mich. Oh. Aber ich sehe jetzt nichts, was mir irgendwie bekannt vorkäme. Und auch nicht bekannt vorkäme. So. Sieht halt lustig aus und da drüben ist schon wieder grün. Aber wie ich dahin käme, weiß ich gerade nicht, weil hier ist halt ziemlich schroff.
Ui. Also das kann nicht die Map sein, die ich ursprünglich gedacht habe, dass die Map hier das ist. Aber ich dachte, ich hätte den gleichen Seed benutzt damals. Aber das müsste da drüben ein Hügel sein. Und eigentlich wären wir dann sogar schon fast. Na gut, egal. Die Sonne neigt sich auch schon dem Ende zu. Deswegen würde ich eigentlich fast schon wieder zurückschreiten wollen. So. So, so. Und dann gehen wir hier wieder hoch. Oder vielleicht hier. Vielleicht auch dort. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will ich wieder nach oben. Zum Beispiel da und 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 da. Und dann gehen wir nämlich jetzt zu dem Iglu und dann können wir da nämlich nächtigen. Und das wäre eigentlich keine schlechte Idee. Weil wir so die Gelegenheit haben, uns nicht mit Monstern rumschlagen zu müssen. So, ich hoffe nur, dass ich da auch noch rechtzeitig ankomme, bevor mich irgendwelche Monstren anfallen. So. Oder ich einen Anfall krieg. Ah. Zack, zack, zack. Da wäre unser Iglu. Das wäre eine feine Geschichte. So, jetzt muss ich bloß noch gucken, dass ich hier die Tür zu bekomme. So, wir haben auch eine Redstone-Fackel. Die ist halt hier fürs minimalste Licht, wenn ich das richtig sehe. So, und dann würde ich sagen, zack, 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 zack. Schön. Ich glaube, das reicht sogar schon. So, aber das macht es natürlich sicherer. Und dann sagen wir hier mal Fluff und Fluff. Und dann sagen wir hier mal gute Nacht. So, und dann hätten wir wieder Tag. Und die Tür war, glaube ich, hier. So, da müsste ich jetzt eigentlich auch nichts groß machen. Hier hätten wir ein Bücherregal und eine Redstone-Fackel, die ich gerne mitnehmen würde. Und dann würde ich eigentlich fast wieder nach Hause schlawenzeln. So, würde ich eigentlich fast wieder nach Hause schlawenzeln. Und wir sind also quasi mit unserer Festung direkt am Rande zum Eisbiom. Das heißt, wir verteidigen unsere Welt gegen die Eisprinzessin, gegen die Böse. Wow! Oder die Schneekönigin, oder wie auch immer wir sie nennen wollen. Aber hier gibt's Kohle. Das ist schon mal schön zu wissen. Werde ich bis zum nächsten Mal aufnehmen natürlich eh wieder vergessen haben. Macht aber auch nichts. Da oben haben wir ein Häschen, ein süßes kleines Hoppelhäschen. Yay, yay. Oder ein Schneehasen. Hallo. Habe ich jetzt das Fleisch bekommen? Ich weiß es nicht. Und da drüben haben wir noch eine Formation. Aber das ist wieder so ein Eisding, oder? So, was haben wir denn da vorne? Ah, okay, das sind einfach nur Kuppen mit Schnee drauf. Ich dachte, das wären schneebedeckte Häuser. Gut, also hier haben wir auch wieder was. Nochmal eine Redstone-Fackel. Okay. Also hier gibt es so 1, 2, 3, 4 Igloos, was ja nicht so schlecht ist, wenn man sowas hat. Ist bloß die Frage, wo der Captain ist.